Bosskampf, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Wir hätten uns Bad Boys nennen sollen. Verdammt! Eine vertane Chance. Ach, sieh mal, Vince, da drüben ist Dicta. Dicta sieht aus wie der Endboss. Hey, geht's dir gut? Wir sind hier, um dich zu retten. Ich habe Angst. Du siehst aus, als wenn du verdammt sauer wärst. Hey, ihr, was glaubt ihr, was ihr da tut? Wir sind hier, um Dicta zu retten. Anseherin, bitte hör auf und lass Dicta gehen. Könnt ihr es wagen? Es ist alles ihre Schuld. Seit Tagen mache ich kein Auge zu wegen dieser schrecklichen Erdbeben. Jede Nacht rumort die Erde. Und das kommt alles nur über diese Rabauken, wie die Wahnsinnigen unter der Erde rumtouren. Hey, das stimmt nicht. Klar, in letzter Zeit gab es einige Erdbeben. Aber dazu gehört mehr als Dicktas Familie, die unter der Erde herumrumort. Das löst kein Erdbeben aus. Seid still. Bildung ist mir fremd. Wenn ihr nicht Ruhe gebt, dann kämpfen wir eben. Es ist zwecklos. Panzerhieron ist zu wütend. Er hört einfach nicht zu. Wir müssen wohl kämpfen. Junge, auf die Fressekeule. Gleich eine Rauchwolke. In your face. Gleich mal Puffer-Status. Und dann war's das hier. Gleich ein Silberblick hinterher. Panzerhieron ist befreit vom Puffer-Status. Ist niemand befreit vom Puffer-Status, bevor ich das sage. Mal drauf. Kann man einfach nur nicht sehr effektiv attacken gegen das Ding. Das könnte nochmal ein Nachteil werden hier. Das war jetzt der Boss-Battle? Entschuldigung? Können wir darüber reden, bitte? Ich bin enttäuscht. Juhu, mein Level ist gestiegen. Nicht jetzt, Sasuke. Nicht jetzt. Erstmal einen Schluck Käffchen. Ich schaffe es nicht. Ich werde mich lieber erstmal zurückziehen. Okay, ciao. Hallo du. Wir haben Panzerhieron verjagt. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Du kannst herunterkommen. Ich kann nicht. Ich habe Angst. Hab keine Angst. Wir kommen und holen dich. Bleib, wo du bist. Wie? Wie? Wow, wow, sieh diesen Abgrund an. Der Boden ist nicht erkennbar. Vince, was machen wir jetzt? Da kommen wir nicht rüber. Ja, ach, Dicta auch nicht. Aber kein Thema, die Magnetilo retten uns den Arsch. Wir werden dich nicht versehentlich elektrisieren. Geht doch gar nicht, ist ein Bodenmon. Mhm. Wow. Oh, ich hatte solche Angst. Vielleicht, weil es dort so weit oben war. Meine Füße fühlen sich immer noch an, als würden sie auf Luft laufen. Füße? Er hat... Füße? Hat Mystery Dungeon uns gerade mehr über Dicta und Dictri erzählt, als wir bisher wussten? Finde ich gut. Also, als ich wusste. Du bist jetzt in Sicherheit und das ist alles, was zählt. Oh, du bist gerettet. Hurra, hurra! Huch, was war das denn? Hör ich etwas Stimmen? Ups, ihr könnt mich nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Hallo, gestatten, Dicktri. Oh, Papa. Dicta, ich hab mir Sorgen gemacht. Geht's dir gut? Ja, ich hab Angst, aber es ist alles gut. Und alles dank Vince und diesem Team. Und den geilen Magnetilo halt, ne? Vielen Dank für alles, ihr seid Helden. Zu unseren Freunden Magnetilo denken, wir hätten diese Rettungssitzung nicht alleine geschafft. Ja, perfekt. Oh, wie unnötig. Ja, vielen Dank. Nein, nein! Was hätten wir denn tun sollen? Und da unsere entwickelten Formen beide aus Dreien bestehen, fühlte ich mich euch verbunden. Pokémon müssen sich schließlich gegenseitig helfen. Ich bin beeindruckt. Nochmals vielen herzlichen Dank. Ich muss meine Brille putzen. Tut mir leid. Kurze Pause. Kennt ihr das, wenn plötzlich eure Brille... Also an all die Brillenträger da draußen. Kennt ihr das, wenn plötzlich eure Brille aussieht, als hättet ihr, ich weiß auch nicht, an ihn herumgeleckt und dann mit den Fingern drüber gezogen oder so?
Ah, ich sehe den Bildschirm. Traumhaft. Ich muss jetzt gehen, Vince. Saskia, vielen Dank. Leb wohl. Und tschüss. 500 Poke zur Belohnung. Außerdem einen Pirsif. Schal. Außerdem das Item Ginseng. Die Sammelbox ist voll, das Item wurde zum Lager gesandt. Ja, gut. Wir werden auch gehen! Möchtet ihr unserem Team beitreten? Eurem Team beitreten? Genau! Ohne euch hätten wir unseren letzten Job nicht erfolgreich abschließen können, Argentino. Ich denke, dass wir in Zukunft Hilfe bestimmt gut gebrauchen können. Meinst du nicht auch, Vince? Auf jeden Fall! Aber wenn ihr uns für Rettungsmissionen benötigt, müssen wir in der Nähe leben, um schnell verfügbar zu sein. Gibt es in der Nähe ein passendes Areal für uns? Naja. Oh, also nicht. Zu schade. Leider können wir euch nicht begleiten. Bis dann. Bzz, bzz. Ich glaube, wir müssen Orte finden, an denen Pokémon leben können, wenn wir Teampartner haben wollen. Alright. Okay, ich bin wach. Du hast mich. Ich höre zu. Lass uns morgen gemeinsam zum Pokémon-Platz gehen. Da gibt es ein tolles Geschäft, den Knuddeluft-Club. Wenn niemand da ist, wird letztes daran vorbeiliefen, aber morgen ist er vielleicht geöffnet. Du weißt schon, das Geschäft neben der Snobilikat-Bank. Knuddeluft führt meist das Geschäft. Surprise, surprise. Okay. Ja, bitte. Geführt? Sind wir nur am Pennen. Und am Träumen. Schon wieder dieser Traum. Welches Pokémon könnte da... Gardevoir. Diesmal welches besser. Sieht aus wie aus einem Horrorfilm. Ein Mensch? Eine Rolle? Warte, bitte erzähl mir mehr. Ich kann nicht. Es schwindet. Okay. Am nächsten Morgen. Also, ich feiere ja den Namen VIP, so ist nicht, ne? Aber ich glaube, wenn wir einen zweiten Teil hiervon spielen, dann nennen wir das Retterteam einfach Bad Boys. Morgen, Vince. Was ist denn mit dir los? Bist du einfach am Schlafen? Hallo? Ich sag ja, 1:1 Saskia aus dem echten Leben. Oh, du hast seltsame Träume? Was ist denn so seltsam an ihnen? Ich weiß nicht. Da taucht so ein wildes Gardevoir drin auf. In Ordnung. Vince, du hast gesagt, dass du eigentlich ein Mensch bist, nicht wahr? Vielleicht stehen diese Träume in Verbindung damit, wie du ein Pokémon geworden bist, Vince. Klar, glaub mir das ruhig. Irgend so ein dahergelaufenes Pokémon erzählt dir, ich war übrigens ein Mensch. Und du glaubst das. Möchte ich wieder ein Mensch werden? Auf keinen Fall, Bruder. Auf jeden Fall wollten wir doch heute zum Pokémon-Platz gehen, weißt du noch? Ja, das hast du mir quasi eben erzählt. Also. Ruhe. La 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 la. So, hier runter oder da hoch? Ich habe keine Ahnung. Wo war denn das jetzt? Snobilikat-Bank. Neben der Snobilikat-Bank. Da. Knuddeluft. Willkommen im Knuddeluft-Club, wo das Motto herrscht, Partner sind die knuddeligsten und besten Freunde. Bock bist du's. Ach, ist das dein erster Besuch hier? Ah, ich verstehe. Du bist in einem neuen Retterteam, nicht wahr? Da bist du hier genau richtig. Ich verkaufe Partnerareale für Mitglieder von Retterteams. Völlig normale Tätigkeit. Alles cool. Da du heute das erste Mal hier bist, schenke ich dir 2 Partnerareale. Und los geht's. Knuddeluft. Partner sind die besten Freunde! Luffy! Holy fuck. Wildebene ist jetzt offen und Hochnebelwald ist auch offen. Du kannst jetzt Pokémon anwerben, die in diesen beiden Partnerarealen leben, wie man neue Teampartner anwirbt. Also, kämpfst du gegen ein Pokémon, dessen Partnerareal du besitzt, bewundert es dich vielleicht und möchte dein Freund werden. Dann fragt es dich, ob es deinem Team beitreten darf. Versuch's doch mal. Magnetilops! Wenn du Partnerareale verteilst, kannst du da meinem Freund Zugang zu dem Areal Kraftwerk gewähren? Ich will nämlich ihrem Retterteam beitreten. Okay, verstanden. Das wird heute deins. Hallo.
Knuff, Knuff. Partner sind die besten Freunde. Luffy. Oh mein Gott, ich hab zu viel Spaß. Herzlichen Glückwunsch. Kraftwerk ist jetzt offen. Ja, jetzt kann ich dem Retter-Team beitreten. Hurra. Pss, pss. Holy, haben wir alle gute Laune. Entschuldigung, ich weiß, dass mein Freund euer Angebot gestern ausgeschlagen hat, doch nachdem er noch einmal darüber nachgedacht hat, entwickelte er ein überwältigendes Verlangen, eurem Team beizutreten. Ich entschuldige mich dafür, werdet ihr bereit, meinen Freund euer Team aufzunehmen? Na, hör mal. Finde ich gut. Na, hör mal. Wir waren es doch, die deinen Freund in unserem Team dabei haben wollten. Von daher würde ich es einfach großartig finden, wenn sich dein Freund anschließen würde. Ich hab dein Bestes und stehe dein Teampartner nicht im Weg. Yeah, ich werde mein Bestes geben. Hurra. Bzz, bzz. Magnetilo? Möchtest du Magnetilo einen Kursnamen geben? Ja. Das möchte ich. Und es gab schon erste Meldungen tatsächlich, wer denn etwas werden möchte. Und ich erinnere mich, dass Soto, glaube ich, ein Mon aus der Evoli-Reihe werden wollte. Aber ich finde, doch ein ganz wunderbares Mon für den Namen Vio, oder? Der Name Vio, okay, der ist sogar großartig. Ich werde mich im Partnerareal Kraftwerk aufladen. Wenn ihr mich in eurem Team braucht, holt mich im Kraftwerk ab. Okay. Pss, pss. Oder haben wir dir jetzt eigentlich gerade eine Heimat geschenkt? Hab ich das richtig verstanden? Der Weg links von der Retterteam-Basis führt zu dem Partnerareal. Da ist ein Schild an dem Weg links von der Retterteam-Basis überhaupt nicht zu verfehlen. Okay. Das sind alle Geschenke für heute. Wenn du mehr Partnerareale haben möchtest, musst du sie dir kaufen. Okay. Ich will Dinge kaufen. Glaube ich. Vielleicht. Weiß es nicht. Kann ich da Infos zu kriegen oder kaufst du die sofort? Nein, Info. Perfekt. Einwohner. Okay, man kann scheinbar viel mehr Pokémon rekrutieren, als ich dachte. Oh, die packe ich da jetzt einfach nur so ein paar. Wie cool ist das denn? Rubbelflug. Das klingt nach dem Hafenviertel, wenn ihr versteht. Guck mal, die Slimen im Wasser zu toben finden sich an diesem schönen Fluss, der reines Wasser führt, ein. Okay. Der Tüpfelsumpf, der scheint ja was Besonderes zu sein hier. Ein Sumpf mit grünem, schlammigem Wasser. Hier leben Pokémon der Kategorie Lehmhüpfer, Barthaar und Fisch. Na, das klingt ja schon wieder großartig. Okay, wir kaufen jetzt einfach einmal den tiefgrünen Berg. Einfach weil wir das können und der günstig ist. Herzlichen Glückwunsch, Tiefkühlberg ist jetzt offen. Du kannst das Pokémon anwerben. Ja, okay. Ja. Nein. Okay. So, ist eine Billigkartbank. Ich habe noch immer nicht verstanden, warum ich mein Geld da lassen sollte. Huch, was ist denn da los? Sieht nach einem Auflauf aus. Oh, die Tengulis-Gang. Bitte helft, mein Freund. Bitte, ich brauche Hilfe. Tengulis, auf keinen Fall. Dafür arbeiten wir nicht. Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß. Bitte. Was? Hallo, was ist denn hier los? Der Aufruf hier. Hunger bittet um eine Rettungsmission, aber erfolglos. Seht ihr den da? Der in der Mitte, mit der spitzen Nase. Es ist ein Pokémon namens Pinocchio, Tengulist. Er hat ein eigenes Retterteam. Aber sein Team ist gierig. Sie arbeiten nur dann, wenn die Bezahlung fürstlich ist. Hunger bettet um Hilfe, aber das arme Pokémon tut mir leid. Warte. Holy fuck. Wer seid ihr denn, Jungs? Ihr seid das Badass-Team, oder was? Was ist denn? Oh, das ist ja Simsala. Das ist Simsala. Könnte es sein, dass du sehr kaltherzig bist? Um den Freund von Papunga zu retten, braucht es einen starken Wind. Eure Blätterventilatoren könnten problemlos einen solchen starken Wind erzeugen. Und es wird nicht schwer für euch sein. Helft diesem Pokémon. Na gut, wir machen's. Wow. Dieser Tengulis hat sofort eingewilligt, ohne Diskussion. Sag mal, wer ist das überhaupt? Was? Das weißt du nicht? Das ist Simsalas Team. Das ist das berühmteste Retterteam der ganzen Umgebung. Glaube ich sofort. Das ist Glurak. Sein Flammenwurf kann Berge schmelzen. Und das ist Bärbel. Es ist aus dem Kader von Vince in der IPL.
Er ist mächtig stolz auf seinen gepanzerten Körper und seine große Kraft. Und das ist die Anführer, Simsala. Simsala mag keine körperlichen Angriffe, er kämpft mit psychischen Kräften. Er ist gesegnet mit einem enormen Gehirn und einem IQ von 5000. It's over 9000! Es heißt, er hat sich alles gemerkt, was je auf der Welt geschehen ist. Simsala gibt in diesem Team die Anweisung, er ist der Anführer. Ja gut. Danke. Muss mir nicht danken. Es sollte selbstverständlich sein, dass man dir hilft. Wenn ich wieder jemand abweisen sollte, lass es mich wissen. Pass auf dich auf. Okay. Cool. Ich hätte nichts anderes erwartet von einem Retterteam mit Goldra. Ja, was ist los? Was ist? Nichts. Es ist nichts. Lasst uns gehen. Okay. Wow, ich hatte richtig Angst. Uff. Ja, cool. Puh, Vince. Wir müssen auch so werden wie die. Am besten, wir werden ganz viele Teampartner an und werden ein Retterteam erster Klasse. Yes. Nicht, wenn ich was dagegen tun kann. Alles klar. Am nächsten Morgen. Holy, es passiert ganz schön viel irgendwie. Diese Animation, wo ich schlafe und vor die Tür gehe, damit dann da Saskia auf mich wartet, ne? Können wir uns die nicht langsam sparen? So? Guten Morgen, Vince. Flapp, flapp. Ah, es wird nie langweilig hier. Flapp, flapp, klonk. Hä? Okay. Cooles Gespräch. So, ich will auf jeden Fall zu den Partnerarealen. Ich will Vio besuchen. So, das ist eindeutig Vio und das ist eindeutig... Das hat er uns mal kurz geschenkt, weißt du? Damit jetzt hier Magnetilo rumflattern kann. Vio, komm mal mit. Wir müssen jetzt hier Dinge erobern. Südebene. Ach ja, stimmt. Die haben wir ja auch schon freigeholt. Genau, richtig. Aber hier ist jetzt natürlich niemand, bevor wir... Wie cool ist das denn? Sieht aus, als wenn Endeavor hier sofort verbrennen müsste. So, was haben wir noch? Hallo? Achso. Östliche Wälder. Hochnebelwald. Okay, also ja, ist schon klar, dass wir jetzt hier nichts finden werden, so, aber jetzt gucken wir uns mal Areale an. Ebene. Prachtebene. Wow. Okay. Hier sind wir aber im Knödelmilchland. Wow. Hieraus mache ich ein zweistündiges Happy Music Video, glaube ich. Aber einfach nur hier stehen und fröhlich hüpfen. Okay. Was haben wir noch? Südebene. Wildebene. Okay, das klingt nach dem Gegenteil von eben. Einfach bei. Die Musik ist schon wieder... Aber es ist nicht ganz so Regenbogen hier. Gefällt mir. Ich will da. Da runter. Achso. Ja. Dann haben wir, glaube ich, jetzt erstmal alles gesehen, was wir finden konnten, oder? Alte Areale. Achso, Kraftwerke, ja gut. Cooles Gespräch. Okay, dann, wie kommen wir denn jetzt? Ach so, wenn wir runtergehen. Genau. Und, Vio ist jetzt mit dabei, ja?
Nö, doch. Leuchtet nur nicht. Metallsound. Spitzerschrei, der die Spezialverteidigung des Gegners um 3 senkt. Alright, alright. Trifft den Gegner mit voll. Achso, Tackle. Mhm. Und Donnerschock. Reichweite direkter Gegner. Versetzt ihn eventuell in den Paralysestatus, macht ihn so handlungsunfähig. I like very much. Und bevor wir uns jetzt aussuchen, wohin wir gehen, Cut. mache ich hier einen Cut. Und ich vermute mal, wir werden dann eine Episode lang ein paar Sidequests machen. Oder aber wir erleben noch irgendwas mit Tangolist und oder Gengar. Ich habe keine Ahnung, hier passieren plötzlich ganz viele Dinge. Gefällt mir aber und ergo habe ich Bock, wir sehen uns in der nächsten Episode. Haut rein, bis dann.